Hallihallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Promotion-Video mit eurem Chronostaff. Und heute ist Michel wieder mit von der Partie. Moin. Und wir haben hier etwas, was von der Community teilweise schon sehnsüchtig erwartet wurde. Ein längeres Projekt von Michel, wo sein größtes bisher auch die SS Bremen vom norddeutschen Lloyd. Und ja, Michel, würde ich dich erstmal bitten, dass du das Ganze für uns historisch einordnest, während ich das nochmal von außen zeige. Sehr gern. Die Bremen ist der größte Neubau der Deutschen in der Zwischenkriegsgeschichte und wurde als Schnelldampfer für den Atlantik konzipiert, mit einer Länge von 286 Metern und einer Breite von 31 Metern. Er hat eine Bruttoraumzahl von 51.000 Tonnen, was ist immer noch kleiner als die Imperatormacht. Zu der Zeit aber nicht mehr im Deutschen war, deswegen ist es hier das größte Schiff. Mit einer maximalen Geschwindigkeit von 29 Knoten, angetrieben durch vier Parsons-Dampfturbinen, wurde 1926 in Auftrag gegeben. Der Baubeginn war ein Jahr später. Der Startlauf war im Sommer 1928 und die Abnahme war im Sommer 1929. Und sie konnte auf ihrer Jungfernfahrt der Mauretania das blaue Band abluchsen, was ihr dann ein Jahr später von ihrem Schwesterschiff der Europa wieder abgenommen wurde, was sie sich aber ein Jahr später wieder zurückholen konnte, was dann wiederum von der Rex von ihr abgenommen wurde. Ja, sie machte, glaube ich, 129, 180 Fahrten über den großen Teich, darunter auch einige Kreuzfahrten, bis sie dann bei Ausbruch des Krieges in New York abgefahren ist und dann nach Murmansk geschickt wurde und von da aus dann in einer heiklen Überfahrt durch die britischen Reihen und U-Boote und so weiter nach Bremerhaven überführt wurde, wo sie dann im März 1941 durch ein Feuer zerstört wurde. Ja, leider den Flammen zum Opfer gefallen, ohne ein Frenchliner zu sein, das kommt vor. Dafür hat, na wohl, nee, die... Ja, um die Europa geht's jetzt nicht, wir sind jetzt bei der Bremen, also von daher lassen wir es. Also wo bist du denn gerade? Ich bin auf der anderen Seite. Gut, also wir werden jetzt hier wieder eine kleine Tour für euch organisieren, um euch das Schiff einfach mal zu zeigen, sehr schön. Ja, also das Schiff ist wirklich modern ausgestattet, auch mit einem Selbststeuerer, das heißt, es muss nicht immer jemand am Steuer stehen, sondern das kann man auch dieses Gerät, was ich hier angedeutet habe, ein bisschen übernehmen lassen. Mhm. Die ganze Technik. Wir haben hier einen Kreiselkompass an Bord, das heißt, unten im Schiff ist ein Kreiselkompassraum, der Mutterkompass, der halt die alle anderen Kompasse steuert. Ja, wir haben hier Funkpeilung und so weiter, so ähnliche Sachen, wie auch bei U-Booten eingebaut wurde. Da gehen wir kurz rein. Mhm. Mit Kartenraum, alles sehr schlicht gehalten in dem Stil der 30er Jahre dann. Wollen wir mal den einmal kurz rein. Ja, das ist jetzt nicht großartig. Holz vertefelt bis auf dieses Wohnzimmer hier, wo dann auch teilweise irgendwelche Gäste empfangen hat, irgendwelche hochrangigen Erste-Klasse-Passagiere, Schauspieler und Sänger und so weiter. Mhm. Gehen wir raus. Eins der schönsten Sachen an diesen Messiger-Schiffen, finde ich, ist halt, wenn man sich hier unten diese Promenade anguckt, wenn die Rettungsboote halt so oben drüber stehen. Mhm. Das hat man halt auf den alten Schiffen nicht und das ist halt hier neu eingeführt. Genauso wie das gesamte Konzept des Schiffes hat man wahrscheinlich von außen schon gesehen. Dieser runden, geschlossenen Promenade und der Brücke oben drüber. Ja. Hat Lusitania Mauretania schon so ein bisschen angeführt, aber hier hat man es halt perfektioniert und dann haben halt die ganzen späteren 30er Liner wie Queen Mary, Normandie und so weiter dieses System notiert. Also es ist quasi die Bremen stilgebend für diese 30er Jahre Liner. Richtig. So, gehen wir hier runter. Hier haben wir den Wintergarten, dem später in den späteren Versionen noch mehr Pflanzen hinzugefügt wurden. Bevor wir jetzt in den Rauchsalon gehen, muss ich sagen, dass das Schiff ausgeschrieben wurde. Also das heißt, eine Architektur wurde nicht von einem Architekten erlegt, sondern man hat das Schiff von verschiedenen Architekten ausbauen lassen, wo man sich halt verschiedene Ideen hat geholt haben. Ja, bla. Und somit hat man denn hier R.A. Schröder und Karl Wach
beauftragt, diesen Raum zu gestalten. Was halt durch diese ganze Modernität und Neuheit zum Ausdruck gebracht wird, dass man halt auf den alten Schiffen, den typischen Dampferstil auf den deutschen Schiffen halt nicht so sieht. Mhm. Muss ich mich gerade mal hier gedanklich sortieren, so ein bisschen, was ist wo, ne? Es sind sehr viele Formen hier. Genau. Weiß man was von den Architekten, was die sonst noch so gemacht haben? Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Nein, gerade nicht. Na, das ist halt bei so Ausschreibungen, da haben sie wahrscheinlich eine ganze Menge Leute an Bord dann gehabt, die was designt haben, das kann man auf dem Schiff gut sehen. Eine interessante Sache an Bord ist halt, wenn man hier einmal so durchguckt, man kann hier von am Anfang bis hinten ans Ende, bis in den Ballsaal durchgucken, wenn die Renaissance das erlaubt. Ja. Das hat, glaube ich, eine Länge von, über 30 Metern oder noch länger. Ich glaube, 100 Meter. Ja. Wir haben hier die kleinen Umladen und Tabakladen, die sich dann eindecken konnte für den Rauchsalon. Blumenladen für einen Rauchsalon. Da sitzt du dann mit so einem Strauß Blumen in der Hand. Um den Geruch ein bisschen besser zu machen. Naja. Ja, wir haben hier das Treppenhaus. Mhm. Platz zur großen Halle. Ja. Wenn wir da reingehen, um das Bild. Das ist eine Stadt in einem Mosaik. Aha, gut. Wir gehen noch einmal zwei Decks höher, bevor wir da reingehen. Weil selbstverständlich gibt es hier auch einige Restaurants an Bord. Hier haben wir das Sonnendeck-Restaurant. Ja, oh. Mit insgesamt 6 verschiedenen Abteilen. 4 davon sind in verschiedenen Farben gehalten. Das hier ist rot, drüben ist gelb, dann haben wir noch grün und blau. Und hier konnte dann halt à la carte gespeist werden. Mensch, das hat man aber auch nicht überall, dass man dann da oben drauf nochmal so on top of the ship quasi sein Restaurant hat. Genau, ist halt auch ein... Ich habe schon gehört, ein Manko der Bremen, dass man halt über der Brücke noch so einen exakten großen, nehmen wir mal kurz raus, so einen großen Aufbau hat. Ja, wo halt die ganzen Schornsteine so noch einmal höher stehen als der ganze Rest. Ja. Dann noch einmal zum Flugzeug. Das hat man direkt zu Anfang an draufgebaut, hat man dann nach einigen Flügen aussortiert, also ein neues Modell entwickelt. Hier ist aber das erste Modell, das auf der Jungfernfahrt dabei war. Und das wurde ca. 100 Meilen vor New York abgeschickt, um die Post schon früher nach New York zu bringen. Aha. Dann auch eine höhere Geschwindigkeit. Und in New York haben sich die dann wieder getroffen und wieder... Genau, in New York ist es dann gelandet, am Liegeplatz der Bremen hat man dann hier durch die Kräne wieder an Bord gehoben. Interessant. Interessant, aber warum nicht, ne? Noch schnellere Post. Genau. Als ob das Schiff irgendwie bei der DHL wäre. Dann wird es jetzt zu spät kommen. Na ja, gut, also ich würde, ja. Das... Oder beim Nachbarn hinterlegt. Das wär, ja gut, dann wäre es beim Nachbarn hinterlegt. Okay. Gut. So, wir haben hier jetzt die große Halle. Ja, diesen Raum kennen wir ja eigentlich schon. Den haben wir im Cross Contest ja schon gehabt. Richtig. Wieder durch Robins Quellen wieder verunstaltet. Vorher war der Boden grün. Jetzt ist er golden. Hm. Ja. Also nur um das nochmal hier... Ich glaube, ich stand hier ungefähr, ne? Und das, wir kamen dann da ins Treppenhaus eingelaufen und hier wurde dann quasi diese Runde. Also es ist ein Schiff, das so viel Nostalgie verspricht, allein jetzt schon. Ja, obwohl es jetzt erst draußen ist. Hm. Hier kommen wir in die Ladenstraße. In ganzen Vitrinen hier wurde halt Verkaufsgegenstände gezeigt, wie die Passagiere, Andenken, Alltagsgegenstände und so weiter. Interessant zu der Wand ist, es ist hier gefärbtes Schweinsleder. So. Ah. Nett ist aber... Es ist nicht vegan. Nein. Dieses Schiff ist nicht vegan, das muss ich jetzt, darauf muss ich hinweisen heutzutage. Genau. Wir haben hier zwei separate Räume, einmal die Bibliothek. Und auf der anderen Seite den Lese- und Schreibraum. Auch so mit abgetrennten Kabinen praktisch, wo man hier dann ungestört von anderen Blicken Briefe schreiben konnte. Hm. Super. Dann sind wir hier im Aft-Staircase. Aft-Trappenhaus. zu diesen Sachen hier. Das sind kleine Lagerplätze.
Bohrpläne, die elektronisch funktionieren. Das ist einmal der Deckplan des Schiffes mit den öffentlichen Räumen abgebildet. Mhm. Man rechts daneben so eine kleine Leiste mit den großen öffentlichen Räumen und da kann man dann einen kleinen Schalt anmachen, dann leuchten die auf dem Plan auf. Mhm. Ja, sind wir hier im Ballsaal, der vorher auch komplett weiß war und es auf den Bildern halt nicht sehen konnte, aber durch eine wunderbare Quelle wurde dieser dann rosa. Ist aber nett. Ja. Also hab ich schon Schlimmeres gesehen. Es war vorher ein bisschen schlicht und eintönig, da ist es jetzt ein bisschen interessanter geworden. Mhm. Auf jeden Fall. Gehen wir hinten einmal auf die Nade raus. Okay, da gibt's einen Ausgang. Aha. Wir noch einmal den Fotoladen des Bordfotografen. Hier hat er seine Fotografien ausgestellt. Ja. Hier noch einen Blick auf den Nade. Hinten hat man Ständesplatten stehen. Ja. Uhr ist ganz interessant. Ja. Und dann gehen wir in die zweite Klasse. Die ist relativ grau. Man sieht ja, kann. Doch. Und die hat, finde ich, einen den schönsten Räumen auf dem Schiff. Ihre Halle. Weil die ist von der Farbgestaltung her, finde ich, am schönsten auf dem Schiff. Ja, sicher irgendwo. Kommt jetzt auf an, welche Präferenzen man hat. Gut. Sie haben dann hier ihre kleine Laube, zu der zum Wintergarten der ersten Klasse. Mhm. Und hier hinten halt ganz frei. Was haben wir hier? Die Schiffsglocke hier hinten, okay. Das ist die Schiffsglocke, genau. Also es gibt insgesamt drei. Okay. Und Docking Bridge gleich noch. Docking Bridge, genau. Wir gehen dann einmal wieder rein und dann runter. Das gehen wir hier runter. Mhm. Hier hat dann die zweite Klasse ihre geschlossene Promenade. Und den Rauchsalon. Gut, sehr schön. Kleiner gehalten, aber sehr schick. Irgendwo war ich hier auch mal involviert. Ich glaube, es war die Lounge drunter oder so. Nee, das war der Speisesaal. Der Speisesaal, ja auch, aber ich glaube, ich war auch mal in irgendeiner Lounge. Nee, du warst hier im Damensalon noch. Und im Damensalon, irgendein öffentlichen Raum hier. Kannst du das hier? Ah ja, genau, da war ich auch mal involviert. Wir haben uns ja alle ein bisschen unterstützt. Der Badzeit und bei den Updates, die in der Zwischenzeit noch kamen, durch neue Quellen und so weiter. Es war da am Ende ein ziemlicher Krampf. Ja. Ja. So, dann können wir hier durch so einen kleinen Seitengang zu ein paar Kabinen kommen. Ein Bad. Gehen wir einmal hier durch die erste Klasse durch. Schauen wir uns mal eine kleine Kabine an. Mhm. Das ist jetzt so erste Klasse Außenkabine. Was Besonderes. Standardkabine. Genau. Es gibt nur noch zwei, beziehungsweise vier große Luxuszimmer. Präsident Corner? Und Präsident Corner, genau. Die könnt ihr euch selbst. Okay, also Suiten, guckt euch die mal selber an. Holt euch das Schiff. Ich werde dann später noch darauf zu sprechen kommen, wie das geht. So, hier haben wir den zunächst ominösen OCC-Laden, wo ich eine lange Zeit nicht wusste, was das denn sein soll. Josh hat dann später herausgefunden, dass es die Ocean Comfort Company ist, die Postkarten und Dingen verkauft. Mhm. Ja, jede Klasse hier so einen kleinen Bereich hat, wo das halt. So, und hier haben wir schon den großen Empfangsbereich, da drüben ist der Zahlmeister. Hier haben wir das Gepäckbüro und das Ausflugsbüro. Ja. Beziehungsweise das Verkehrsbüro, wo man halt seine Taxis, seine Züge und seine An- und Abreisemöglichkeiten organisieren. Ihre nächsten Anschlüsse. Ganz genau. Okay. Wo bist du jetzt? Ein Deckgeber. Oh. Kann ich da runterspringen? Ja. Dann haben wir das Büro des Oberstewards, die Rezeption, wo man dann seine Plätze im Speisesaal sich aussuchen konnte, wo man sitzen möchte, mit welchen Leuten man sich gegenüber sitzen möchte, wenn man Kabinen fragen wollte oder Personen, die man getroffen hat. Ja. Die Sitzgelegenheiten, die man auf manchen Bildern sieht, diesen ganzen Treppenhaus, die kamen erst später dazu.
man in den Ursprungsversionen noch nicht da. Warum auch immer. So, dann gehen wir noch einen Deck tiefer. Dann kommen wir hier zum Vorplatz des Speisesaals. Hier geht's dann Bremer Roland, der hier in der Ecke steht. Hallo Roland. Hallo. Sind ja begeistert auch was. Mhm. Ja. Der ist sehr tief gelegen. Wenn man jetzt von außen guckt. Na? Das ist die letzte oder die vorletzte Bullaugenreihe. Hier in den Seiten hatte man diese Separés, die man mit den Vorhängen hier zuziehen konnte. Ja. Okay. Und hier auf dieser Seite haben wir den Sonderspeisesaal, das Jagdzimmer. Da waren so Jagdbildung, große Gemälde. Mhm. Und in diesem Raum hier war später ein Matratzenlager, als das Schiff in Bremerhaven lag. Und hier ist dann das Feuer ausgebrochen, durch einen Streich eines Schiffsjungen, der die Matrosen mal rennen sehen wollte. Deswegen das Schiff angezündet. Ja gut, man muss natürlich jetzt noch dazu sagen, eigentlich dürfte ein solcher kleiner Brand nicht zum Verlust eines kompletten Schiffes führen. Also irgendwo war da offensichtlich noch was nicht bedacht worden. Ja, was bedacht nicht bedacht wurde, ist, dass der Aufzugsschacht direkt daneben war. Und dadurch konnte das Schiff halt Luft von außen anziehen. Und so halt sich das Feuer durchs ganze Schiff ausbreiten, durch den Aufzug. Und die Sprinkleranlage war ja auch nicht funktionstüchtig. Genau, weil unten die Pumpen hier direkt unterliegen, bereits durch das Feuer beeinflusst wurden. Bevor wir in die zweite Klasse gehen, gehen wir hier nochmal was runter. Haben wir hier versteckt Treppenzugang zum Schwimmbad der ersten Klasse, was sich unter der Wasserlinie befindet. Wir sind hier mit Umkleiden links und rechts. Eine Bar. Und auf dieser Seite gibt es dann noch die Turnhalle. Und auch Gymnasium dann auf Englisch. Oh. Ja, ja, okay. Ja. Direkt Lattenrost mit Seilen, alles praktisch wie eine Miniatursporthalle der heutigen Zeit. Mhm. Hier auf der Seite haben wir noch den Spa-Bereich. Selber angucken. Ja, okay. Dann gehen wir jetzt Richtung zweite Klasse. Mhm. Gehen wir hier hinten durch die Küche durch. Bin schon unterwegs. Auch hier mal abgetrennt mit Schotten. Ja, das ist ein ziemlich großer Bereich hier. Mhm. Wenn man sich das mit anderen Schiffen vergleicht, ist das wirklich groß, auch wenn es für zwei Klassen ist. Und halt nicht mehr so spektakulär wie bei der Aquitania, weil es gibt hier halt keine Rohre mehr, es gibt keine Kohlefeuer mehr. So weiter, ja. Diese ganzen technischen Sachen wurden halt alle modernisiert. Es ist, genau, ich wollte gerade sagen, es ist halt moderner einfach. Dadurch sieht es nicht mehr so verworren aus wahrscheinlich. Und wir kommen jetzt von hinten rein. Der Speise der zweiten Klasse. Ja. Auch wieder Max-Baustelle gewesen. Ja, das von mir. Okay. Ja. Dann gehen wir mal hier hinten durch, wenn man durch kann. Zumindest. Gucken, wo wir uns hier jetzt uns einmal durchbauen. Na gut, das ist ja eh nur eine Kopie hier von letztes Jahr. So. Ist ja nicht so schlimm. Hier sind wir in der Touristenklasse. Dieser Raum ist wunderschön. Oh. Also der wurde tatsächlich beschrieben als blauer Schleiflack, als hellblauer Schleiflack in den Wänden mit blauem Boden. Ich meine, Shader hier hat das natürlich auch noch so eine ganz andere Stimmung. Da haben wir sehr viel auch dunkle Töne. Wenn man jetzt hier ohne Shader reingeht, wird man ja von der vollen Farbpracht getroffen. Dann ist es noch ein bisschen schlimmer. Aber so, glaube ich, geht es noch halbwegs. Ja, die haben hier auch ihr kleines Zahlenmeisterbüro in der kleinen Luke. Mhm. Schauen wir uns einfach mal kurz die öffentlichen Räume von denen an. Immer die Halle, die ist auch sehr farbtechnisch interessant. Aha. Vorher waren die Wände hier auch türkis statt grün. Die haben hier ein Altar,
die ihre Gottesdienste abzweigen, allen Versionen. Ja. Auch sehr interessant. Hat die Britannic, ja, die Emperor Britannic auch sehr oft. Mhm. In jeder Klasse gibt es da hinter irgendeiner Täfel und irgendeinem Bereich gibt es einen Altar. Die hatten dann hier ihre Promenade, die war halt komplett offen. Immer. Mhm. Jetzt fliegen wir einmal komplett nach vorne. Würde ich ganz vorne zum Bug. Ja. Drei an der dritten Klasse, die sich hier vorne befindet. Ihre Promenade. Okay. Und hier vorne am und dann einmal die Flagge von Bremen und dieses Wappen, was einmal die amerikanische Flagge darstellt, dann wieder die Römerflagge und dieses Wappen des norddeutschen Lloyd in der Mitte. Okay. Sehr gut. Sind wir dann soweit? Ich glaube, dann sind wir soweit. Ja. Gut, weil die Sendezeit ist eigentlich auch schon abgelaufen. Ja, wir wollen ja immer ein bisschen das auch kompakt halten, für euch zu Hause auch, dass ihr nicht von halbstündigen Videos erschlagen werdet. Also vielleicht hat er auch irgendwann mal eine Promotion, die hat irgendwie 45 Minuten gedauert oder so. Das sollte nicht sein. Sondern wir wollen in Promotions kompakt die Schiffe darstellen und Lust auf mehr machen. Ja, ihr kennt euch aus, also diejenigen, die schon länger dabei sind, ihr kennt euch aus, wo ihr das Schiff bekommt, wie ihr es bekommt. Und für alle, die neu sind, einfach mal in die Videobeschreibung gucken, da werdet ihr weitere Informationen finden. Ja, sonst ist, denke ich, glaube ich, von deiner Seite her alles gesagt worden. Man muss vielleicht dazu sagen, Michel elaboriert hier noch, oder hat teilweise schon elaboriert, weitere Versionen dieses Schiffes. Also Kriegsversionen etc. pp. Und das wird auch noch irgendwo feilgeboten werden, auf jeden Fall. Und falls ihr noch mehr Videos zu Bremen haben wollt, vielleicht nochmal einen Detailrundgang, dann hoffen wir auf jeden Fall, dass das Schiff Anklang findet, dass das Video entsprechend auch... ja, die Leute begeistert und interessiert, und dann gucken wir einfach mal, was wir dann in Zukunft leisten können. Ich verabschiede mich daher von euch erstmal wieder. Bis zum nächsten Mal und bis dahin, Leute.